Also ich wollte dich fragen, wie es dir hier beim FC St. Pauli so gefällt. Ja, sehr gut. Natürlich, also dass mir Schalke ein bisschen fehlt, aber trotzdem fühle ich mich sehr wohl auf St. Pauli. Wurde sehr gut aufgenommen und bis jetzt kann ich nicht beklagen. Wie ist es mit dem Training? Ist es ähnlich locker, wie es bei mir auf Schalke war? Ja, fast so locker wie bei ihm. Also es war so, dass der Stani versucht mal so locker zu sein wie bei ihm, aber er schafft das irgendwie nicht. Aber ich muss sagen, es macht Spaß auch wie hier bei St. Pauli, aber Schalke war, denke mal schon, oder bei ihm war es einfach ein bisschen älter, aber trotzdem genießt er es noch bei Pauli hier, wie der Stani trainiert. Ich denke mal, hier wird es weniger Medizinbälle geben, gehe ich davon aus. Also hier gibt es kaum Medizinbälle. Also ich meine, bei ihnen war ich ja gewohnt, ständig mit Medizinbälle zu spielen, sogar damit auch Fußball zu spielen. Und jetzt hier spielen wir noch mit normalen Bällen und das tut uns sehr gut. Ich bin natürlich heute aus einem gewissen Grund da. Es gibt eine Notsituation auf Schalke und wir wollten fragen, ob du wieder bereit wärst, für Schalke 04 zu spielen. Bereit, natürlich bin immer noch ein Schalker, aber trotzdem muss ich sagen, ich fühle mich ja wohl bei St. Pauli. Wir haben hier ein Ziel und deswegen bleibe ich lieber hier bei Pauli. Wir würden auch Raul und Rundela zum FC St. Pauli, damit wir Gerald Asamoah wieder zurückholen können. Ja, den Tausch, ich glaube, dass die Jungs werden da gar nicht zustimmen, weil die wollen lieber Asamoah hier bei Pauli haben. Deswegen behalten sie lieber ihren Raul und Rundela und ich glaube schon, dass sie ihr euer Ziel erreichen werden, ohne mich. Wir werden das versuchen, es wird schwierig, aber vielen Dank. Bitte schön.